Grandiose Pokalatmosphäre in Chemnitz. Himmelblau trifft auf Gelbblau. Der Chemnitzer FC empfängt im Halbfinale des Sachsenpokals den ersten FC Lokomotive Leipzig. Dieses Spiel ganz besonders, denn es gab es als Sachsenpokalfinale vor 2 Jahren und da schoss er hier, Daniel Frahn, seine Farben zum 2:1 Pokalsieg. Benny Kirsten im Tor der Leipziger, wieder zurückgekehrt, am Wochenende noch grippekrank, heute endlich wieder fit. Und es geht gut los. Ecke, Garcia und Kopfball Frahn. Und Kirsten kann diesen entschärfen. Und noch eine Ecke. Und da steht es 1:0. Matti Langer mit dem frühen Treffer für die Chemnitzer. Sein Einsatz fraglich. Unter der Woche konnte er mit Fersenproblemen nicht trainieren. Hier steht der Gold richtig. Sehr zur Freude der Fans. Das Spiel bissig, das Spiel aggressiv. Kein Zweikampf wird verloren gegeben. Hier gelbe Karte für Robert Berger. Eigentlich eine harmlose Szene. Doch Lok Leipzig-Trainer Björn Joppe kann sich nicht beruhigen und vergreift sich hier wohl im Ton und muss auf die Tribüne. Da bringt jede Diskussion nichts. Jetzt kann er sich das Spiel von oben angucken. Und der CFC weiter mit Druck. Jede Situation umkämpft. Und wieder Matti Langer! Traumtor! Bissiger im Zweikampf und Matti Langer schnappt sich die Kugel und pfeffert einfach mal in den Winkel. Und Björn Joppe, ja, er darf da unten auch nicht stehen. Er muss hier oben sitzen. Weiter der CFC. Mit viel Tempo, mit viel Dampf. Lok kommt nicht zum Zugriff und Kirsten zum Ersten. Grotes Schuss wird geblockt. Milde versucht es nochmal und wieder Kirsten. Zickert bleibt da kurz liegen, kann aber weitermachen. Und Ronny Surma, er gibt die Anweisung für Joppe draußen, bespricht sich mit ihm. Aber was Björn Joppe sieht, kann ihm immer noch nicht gefallen. Wieder muss Kirsten nach einem Kopfball von Bosic in höchster Not retten. Von Lok Leipzig, ja, fast die komplette erste Halbzeit nichts zu sehen. Dann verschätzt sich hier Wellkopf. Kevin Schulze kommt an den Ball. Kevin Schulze sieht Pascal Panier. Und da steht es nur noch 2:1. Sehr zur Freude der über 1600 mitgereisten Fans aus Leipzig. Und wunderbar verarbeitet hier. Kurz angenommen und Volley rechts unten in die Ecke. Aber es ist immer noch nicht Halbzeit. Wieder Bosic. Nochmal geblockt. Milde in die Mitte und Daniel Frahn. Doch nicht genau genug. Dann ist Halbzeit. David Bergner nimmt sich Daniel Frahn nochmal. Hier, vor 3 Wochen haben wir 2:0 geführt gegen Lok und dann 2:4 verloren. Zweiter Durchgang und erste Chance. Steinborn, doch Jakubow auf dem Posten. Das Spiel immer noch intensiv. Und da verpasst Kevin Schulze nach Pfeffers Hereingabe ganz knapp. Guter Spielzug, da fehlt nicht viel. Der Ausgleich liegt in der Luft. 7489 Zuschauer, wunderbar. Was für eine Pokalatmosphäre. Und Sie sehen unter anderem Schulzes Pass. Und da ist das 2:2 durch den eingewechselten Maximilian Pommer. Und da brechen alle Dämme. Dabei sind gerade mal 66 Minuten gespielt. Was für ein Spiel. Doch Chemnitz wieder munterer. Rafael Garcia findet wieder seinen Meister in Benjamin Kirsten. Überragender Tag für ihn heute. Gut, wie er den um die Ecke lenkt. Dann ist noch nicht Schluss. Einige Minuten sind noch zu gehen, zumindest in der regulären Spielzeit. Und Lok bekommt den Ball nicht weg. Pfeffer hier auf Schinke.
Schinke lässt sich den Ball abluchsen. Itta in die Mitte und da ist Bosic. Doch wieder der Teufelskerl. Was hat denn der Kürsten heute Morgen gefrühstückt? Das ist ja unfassbar. Damit rettet er seine Loksche in die Verlängerung. Und in der gibt es natürlich wieder nur Vollgas. Dennis Grote, der CFC-Kapitän. Doch wieder ist Kürsten zur Stelle. Dann Freistoß Gottschick und Tor! Kevin Schulze zum 2:3. Das erste Mal, dass Lok Leipzig führt. Zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt. 102. Minute. Auch die Fans liefern sich hier ein Hin und Her. Hinterkopf, Tor, fertig. Oder? Keine 120 Sekunden später. Dieser Angriff hier. Milde wird doch gefoult. Fran legt auf und da ist Ioannis Kasanidis. Der beste Mann des CFC hämmert das Ding links oben rein. David Bergner, ja, Jungs, so geht's. Das gibt es doch nicht. Wunderbarer Treffer. Kürsten, diesmal chancenlos. Ryan Patrick Malone, sicherer Elfmeterschütze mit der gelb-roten Karte noch. Und dann die Wahl. Es wird auf den Fanblock von Lok Leipzig geschossen. Matthias Steinborn verschießt. Das war der dritte Elfmeter. Alle treffen bis dahin. Dann kommt Daniel Frahn, er kann das Spiel entscheiden. Doch wieder Benjamin Kürsten. Glanztat. Wie holt er den denn raus? Mit der rechten Pranke. Dann sind alle durch. Sogar die Torhüter müssen schießen. Jakubow macht den Anfang. Souverän. Und dann Kürsten. Ausgleich. Die Nerven sind zum Zerbersten gespannt. Niklas Hoheneder mit seinem zweiten Elfmeter. Hat er ein bisschen Glück. Kürsten ahnt die Ecke. Dann kommt Paul Schinke, 22. Elfmeter. Er muss sitzen, sonst ist der CFC weiter und Jakubow hält. Jakubow hält, der CFC ist im Finale. Der Himmel ist heute himmelblau. Lok ist raus. Und Daniel Frahn, ja, was ist denn das für ein Sportsmann? Er tröstet Paul Schinke. Unfassbare Geste. Ein unfassbares Spiel. So ein Spiel hat eigentlich kein Verlierer verdient und deswegen ja, tut es mir leid einfach für die anderen. Ich kenne diese Gefühle, ich habe jetzt auch verschossen, ich hätte auch der Verlierer sein können und deswegen nach so einem aufreibenden Spiel gehört es meiner Meinung nach einfach dennoch dahin zu gehen und ja, einfach zu sagen, dass es halt Fußball ist und es gibt auch wichtigere Sachen, auch wenn es sich scheiße anhört. Es war ein brutal geiles Spiel, es war eines der Top 5 Spiele in meiner Laufbahn, einfach weil es alles gepasst hat, Flutlicht, geiles Stadion, guter Gegner. Eigentlich ist das ein Finalspiel gewesen, muss man wirklich so sagen. Hut ab vor Lok Leipzig. Grandioses Spiel, grandiose Leistung. Das war Werbung für den Fußball. Doch es kann nur einen Sieger geben. Und das ist heute der Chemnitzer FC. Und der trifft am Finaltag der Amateure am 25. Mai zu Hause auf den FSV Zwickau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like. Und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.